Das ist Bernd. Heute besuchen wir Bernd auf seinem Bauernhof. Denn auf Bernds Bauernhof passiert etwas ganz Besonderes. Also ich bin dann vor kurzem mit meiner Familie hergezogen. Von der Stadt aufs Land. Zum Kartoffeln anbauen. Und dann kam der Schock. Was anfangs nach den Folgen des Messi-Syndroms aussehen mag, ist eigentlich ein ganz anderes Problem. Bernd sammelt nicht freiwillig. Ihm bleibt einfach nichts anderes übrig. Ah, ich habe ein Problem. Weil wenn ich hier was anbauen will, wird das nichts. Sobald ich das Ding umgrabe, finde ich irgendwelche Sachen. Einige würden sich darüber bestimmt freuen. Aber ich eben halt nicht. Ja. Alles gekauft. Aber ich komme zu nichts. Schon wieder was. Auch hier? Ich habe dann angefangen zu tauschen. Ich weiß auch nicht, wohin mit dem ganzen Krempel. Ich meine, außerdem brauche ich was zu essen. Also wir, meine Familie und ich. Was die Nachbarn damit anfangen, keine Ahnung. Naja, ich versuche das Beste rauszuholen. Wenn ich schon kein Essen anbauen kann, dann tausche ich eben. Bin auch nicht stolz drauf. Alleine schafft Bernd es nicht, all die Dinge auf seinem Feld auszugraben. Seine stillen Schreie nach Hilfe wurden bisher ignoriert. Hey Bernd, wir haben gehört, du brauchst Hilfe. Meine Oma hat damals schon immer gesagt, wer sucht, der wird finden. Dabei suche ich doch gar nicht. Nach 2,5 Wochen intensiver Arbeit konnte Bernd endlich über sein sauberes Feld blicken. Aus uns unerklärlichen Gründen wurde der Hof 4 Tage später geschlossen und anschließend komplett unter Quarantäne gestellt. Thank you.